Johannes, die Tour de France 2010 ist deine wievielte Tour de France? Meine zweite Tour de France. Du bist im letzten Jahr durchgefahren. Ja. Das ist sicherlich eines deiner Ziele auch in diesem Jahr. Was darüber hinaus hast du dir vorgenommen? Ja, ich denke, wir wollen ja alle so offensiv wie möglich fahren, uns in Ausreißergruppen vertreten, nahezu in jedem Tag. Das ist auch eine Stärke von mir, weil ich das auch eventuell auf den schweren Etappen auch dazu in der Lage bin, wie ich letztes Jahr schon mal auf einer Pyrenäen-Etappe gezeigt habe. Und ja, da möchte ich mich einfach so gut wie möglich präsentieren. Mit wem teilst du dir dein Zimmer? Mit Fabian Wegmann. Darf man sich das selber aussuchen oder wird einem der Partner zugeteilt, Zimmerpartner? Ja, bei großen Rundfahrten wird es schon vorher miteinander abgesprochen, eigentlich, dass man sich das aussuchen kann. Wir wohnen beide in Freiburg, trainieren noch sehr häufig zusammen, wenn wir gleichzeitig zu Hause sind. Wir verstehen uns ganz gut. Zurück zur Tour, zum Tourprofil. Guckt man sich, oder hast du dir speziell vorher schon mal eine Etappe ausgeguckt oder versuchst du es eher tagtäglich erneut und wenn es klappt, dann klappt es? Ja, man muss einfach von Tag zu Tag schauen. Es gibt ein paar interessante Etappen, aber das wird vorher genau einer ausgeguckt, kann man so jetzt noch nicht sagen. Ich würde natürlich gerne direkt auf der zweiten Etappe, geht es in der Nähe von meiner alten Heimat vorbei, wo ich geboren worden bin, an der deutschen Grenze durch die Ardennen durch. Da würde ich mich natürlich sehr gerne schon präsentieren, aber das ist sehr schwierig. An dem Tag geht es ums Bergtrikot und die Idee haben dann noch ein paar andere da wegzufahren. Ja, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall viel Glück und eine schöne Tour de France. Dankeschön. Dir auch.